Herzlich willkommen bei Einfach nur Gemischtes. Heute möchte ich euch unser Laufband vorstellen. Das ist das Laufband F10 von Sporttech. Und wir haben so knapp 400 Euro dafür bezahlt. Wir haben ein ganz einfaches Laufband genommen, welches nicht so viel Energie verbraucht. Es gibt welche mit 4 PS, 3 PS und der hat hier gerade mal irgendwie 1 PS oder so. Wir sind natürlich ein bisschen schon die ältere Generation. Die Maximalgeschwindigkeit bei diesem Gerät liegt bei 10 km/h. Da wir schon älter sind, reicht uns das natürlich völlig aus. Und heute möchte ich euch eben halt das Teil mal vorstellen, die ersten Erfahrungsberichte. Und ich hoffe, euch gefällt das Video. So, als erster zeige ich euch hier auch mal die Steigungsfunktion. Hier kann man so einen Stift rausziehen und dann kann man hier Steigungen einstellen, wie hoch die Steigung sein soll. Ich glaube, das geht bis 15 Grad. Was mir nicht so bewusst war, ist, dass man ein Laufband auch schmieren muss. Und dafür gibt es auf der Unterseite des Laufbandes so zwei Nupsis. Und da kann man dann ein bisschen Silikonöl einfüllen. Man braucht nicht viel, haben die geschrieben. Ich persönlich nehme auch Silikonöl und spritze das mit einer Pipette direkt auf die Lauffläche, unter die Lauffläche, um einfach sicher zu gehen, dass man lange Freude daran hat. Um das Laufband vorzubereiten, damit wir laufen können, gibt es hier unten so eine Art Stoßdämpfer, der rastet ein. Und damit man sich nicht immer bücken muss, mache ich das immer so. Dass ich hier kurz anhebe, mit dem Fuß ganz leicht gegen den gelben Ring drücke und dann kann man das loslassen. Es knallt also auch nicht runter, es geht ganz langsam runter und dann ist es für das Laufen vorbereitet. So sieht das Laufband aus, wenn es eingeschaltet wurde. Wir haben natürlich noch eine Sicherung, die wir auch noch benutzen müssen. Das stecken wir dann hier rein in diesen Halter. Das ist ganz wichtig, dass man das benutzt, falls irgendwas ist und man fällt hin oder sonst irgendetwas. Dann schaltet sofort das Laufband ab und die Verletzungsgefahr wird dann verringert. So, wir haben hier vordefinierte Tasten. Ich erkläre das jetzt nicht alles, aber damit kann man dann das Laufband gleich auf die gewünschte Geschwindigkeit bringen. Sollte das dann zu langsam sein, kann man in 0,1 Stundenkilometer Schritten die Laufgeschwindigkeit erhöhen. Wir haben insgesamt 12 Laufprogramme. Und die haben dann so unterschiedliche Laufgeschwindigkeiten und Zeitdauer. So, ich schalte einfach mal ein und dann gibt es einen kleinen Countdown. Und dann fängt das Laufband mit der kleinsten Stufe an zu laufen. Und wir können jetzt auf Plus drücken, um die Geschwindigkeit zu erhöhen. Oder man drückt eben halt gleich die gewünschte Geschwindigkeit. Und 5 km/h ist wirklich schon, also für mich, strammes Gehen. Und meine Tochter hat das auch schon probiert. Sie muss dann, bei 7 km/h ist sie auch wirklich schon am Joggen. Das ist leichtes Joggen. Für die richtigen Profis ist das natürlich viel zu langsam. Okay. So, und dann zeige ich das natürlich auch mal in der Funktion, damit man vielleicht auch mal den
Laufpegel mitbekommt. Es ist natürlich, eine Geräuschentwicklung ist natürlich da, ist ganz klar. Man muss mal gucken, wenn man irgendwo in Mietwohnung wohnt, wie das denn mit der Trittschalldämmung funktioniert. So, ich erhöhe jetzt auf 3 km/h. Hier gibt es auch ein Pulsmesser. Wenn man beide Hände hier auf die Kontakte legt, wird der Puls angezeigt. Man kann auch umschalten und den Kalorienverbrauch sich anzeigen lassen, wobei ich nicht weiß, wie der meine Kalorien berechnen möchte, wenn er nicht mein Gewicht kennt. Ja, und jetzt erhöhe ich einfach mal auf 5 km/h. So, und dann seht ihr ja selber, welche Bewegung ich da schon habe. Das ist stramme Spazierengehen. Wenn man das 20 Minuten macht, denke ich, tut man sein Herz-Kreislauf-System auch was Gutes. So, ich habe jetzt keine Schuhe an. Ich werde die Geschwindigkeit nicht erhöhen. Aber ich zeige euch jetzt nochmal, wie das vom Laufband her aussieht. So, das ist 1 km/h. Also das ist einfach das Erste, wo er mit anläuft. Und dann erhöhe ich gleich mal auf 3. So, das ist ja die Geschwindigkeit beim Shoppen, denke ich mal. Jetzt kommen wir auf 5 km/h. So, und wie gesagt, bis 10 km/h kann das Laufband. Das Laufband zeigt natürlich auch die Distanz an, die man gelaufen ist und natürlich auch die Zeit. So, was noch ganz wichtig ist, ist natürlich auch die Einstellung des Laufbandes. Ich versuche das mal irgendwie zu zeigen. Und zwar, wenn das Laufband läuft, dann kann das sein, dass das Band sich in eine Richtung oder in die andere Richtung verschiebt. Und das kann man einstellen, dass der Abstand links und rechts gleich bleibt. Und dafür gibt das einen mitgelieferten Imbusschlüssel. Und ich zeige euch jetzt mal, wo man drehen muss, damit das damit man das Laufband einstellen kann. So, ich habe das Laufband jetzt mal hochgeklappt, damit ich nicht da am Boden so rumkrauchen muss. Also hier am Ende links und rechts ist eine Imbusschraube und den Imbusschlüssel dafür können wir verwenden, um eben halt das Band Richtung links oder rechts zu verschieben. Im Handbuch ist das sehr gut beschrieben, was man da machen muss. Und auch im Netz finden sich viele Anleitungen, wie man das machen soll. Und wie gesagt, funktioniert sehr gut. So, jetzt nochmal eine Aufnahme von vorne in Bodennähe. Dort ist auch der Hauptschalter, wo man das ein- und ausschalten kann, das Gerät. Wir haben uns natürlich eine Alexa-Steckdose geholt. Da können wir das, ich weiß, darüber schalten wir das Laufband immer ein und aus. Es lag auch noch so ein schönes Schreiben dabei. Da steht drauf, danke für deinen Kauf. Und dort kann man sich dann ein Geschenk aussuchen. Es gibt eine Trinkflasche, einen Klimmzugstab oder eine Waage. Wir haben uns für die Waage entschieden. Die bekommt man, wenn man dann auf Amazon, ich weiß gar nicht, das ist keine Bewertung, aber man geht halt dahin, wo man dem Verkäufer eine Nachricht zukommen lässt. Und wenn man das gemacht hat, dann bekommt man automatisch
das Geschenk. Und die Waage ist nicht schlecht. Die kann alles messen, Fettanteil, Gewicht, Puls, Wasseranteil, Muskelmasse. Also, und ist per USB aufladbar. Super, hat mir echt gefallen.